Hallo und ein herzliches Willkommen zu unserer kosmischen spirituellen Reise durch die Rauhnächte, die 13 heiligen Tage. An diesem Tag vom Abend des 26. zum 27. ist der Tag des Steinbocks, der Tag der Erzengel. Und wir haben ja in diesen heiligen Tagen, sagen wir selber, besinnliche Tage. Aber was bedeutet denn besinnen? Worauf sollen wir uns denn besinnen? Wir wollen uns hier besinnen auf die geistige Hierarchie. Aber besinnen bedeutet auch, deshalb tun wir das, dass wir nachfragen, was wir getan haben, ob das gut war, ob das schlecht war, was wir getan haben, und versuchen, ein besserer Mensch zu werden. Wir können das Böse, das Ungute, das Falsche nicht ausschließen. Tage der Besinnung heißt sehr wohl, sich auch zu besinnen auf dieses Element. Und das ist ja so wunderschön beschrieben in diesem Traumlied des Olaf Ostersson, der eine Reise macht durch diese Welt und dabei auch die Besinnung erlebt, was es bedeutet, hier im Leben etwas gefehlt zu haben und wie das dann ist, wenn man sich drüben besinnt. Diese Auseinandersetzung mit dem Bösen und nicht etwas schön zu reden und nur heilig zu reden, sondern alle Ehrlichkeit anzunehmen, was man getan hat. Ich ging zur Ruhe am Weihnachtsabend, so beginnt Olaf zu erzählen, vor der Gemeinde, vor der Kirche. Ein starker Schlaf umfing mich bald und nicht konnte ich erwachen, bevor an 13 Tagen das Volk zur Kirche ging. Der Mond schien hell und weithin dehnten sich die Wege. Erhoben ward in Wolkenhöhe ich und in den Meeresgrund geworfen. Und wer mir folgen will, ihn kann nicht Heiterkeit befallen. Der Mond schien hell und weithin dehnten sich die Wege. Und fahren musste ich in Erdentiefen, wo furchtbar rauschen Götterströme. Zu schauen nicht vermochte ich sie, doch hören konnte ich das Rauschen. Der Mond schien hell und weithin dehnten sich die Wege. Wenn du da genau hingehört hast, dann hörst du dort die Elemente von Luft, Wasser und Feuer. Er geht also auch durch die Elemente hindurch. Das ist wunderschön beschrieben in dieser Reise. Wir haben es an diesem Tag mit den Erzengeln zu tun und Erzengel haben etwas zu tun mit unserem Fühlen. Während des Tages haben wir unendlich viele Gefühle. Und was auch in der Nacht passiert ist, dass nun die Erzengel sich mit uns in Verbindung setzen, mit unserer Seele, unserem Ich, und hineinschauen in unsere Gefühle während des Tages und auch hier das mitnehmen nach drüben, was von Wert ist für die geistige Welt. Das nennt man Spreu vom Weizen trennen und während des Tages oder jetzt in diesen Nächten sich darauf zu besinnen, wie fühle ich denn während des Tages? Bin ich im Zorn? Bin ich in der Liebe? Bin ich im Hass? Bin ich in der Freude? Bin ich in der Demut oder bin ich in Arroganz? Unterschätze nicht, was du fühlst und unterschätze nicht die Wirklichkeit der Erzengel. Nutz diesen Tag vielleicht, dich einmal bewusst in Verbindung zu setzen mit den Erzengeln in Bezug auf dein Fühlen. Achte darauf, was du fühlst und sei dir bewusst, dass dein Fühlen eine Wirkung hat in die geistige Welt hinein. Du bist nicht isoliert von diesem Kosmos. Lass dir das von niemand einreden. Wir dürfen nicht fühlen und können nicht fühlen, einfach was uns passt, ohne dass es Konsequenzen hat. Das ist eine Ebene, wo du an diesem Tag mit diesen mächtigen Wesenheiten in Verbindung treten kannst, bewusst. Bewusst, ganz bewusst. Und die zweite Ebene, und das ist das andere Geheimnis der Erzengel, ist, dass es echte Volksgeister gibt. Ein Engel, ein Angeloi, leitet einen einzelnen Menschen. Ein Ach-Angeloi, ein Bote der Achai, heißt es übersetzt, da kommen wir morgen darauf zurück, leitet ein ganzes Volk, das heißt die Volksseelen, die Volksgeister sind echte Wesenheiten, nicht abstrakte Energien. Und das sind Erzengel. Und diese Erzengel geben einem Volk die Sprache. Das heißt, auch während dieses Tages kannst du dich bewusst in Verbindung setzen mit dem Erzengel deines Volkes, indem du dir bewusst machst, dass du in der Sprache, die aus dem Gefühlsleben kommt, mit deinem Volksgeist beständig in Verbindung bist. Und so mag dir dieser Tag dazu dienen, ihn vielleicht etwas anders
zu verbringen, wenigstens hin und wieder ins Bewusstsein zu gehen, denn das wird dir in Zukunft viel, viel mitgeben für das Leben. Und in diesem Sinne wünsche ich dir, dass es dir gelingt, eine bewusstere Beziehung vielleicht erstmals aufzubauen zu diesen mächtigen Wesen, die eine Stufe über den Engel stehen, und diesen Tag zu einem Tag des Fühlens zu machen. Und die Sprache in einem höheren Bewusstsein zu verwenden. Und dazu lass dir noch gesagt sein, dass der Steinbock steht für spirituelles Denken. Der Steinbock, dieses Zeichen, steht für eine spirituelle Weltanschauung, und dafür stehen auch diese Erzengel. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen freudvollen, gefühlvollen dritten heiligen Tag.